Der Preis für die Gewinner des Planspiels Börse der Sparkasse war eine Reise in die Autostadt in Wolfsburg. Diesen hatten die Blumenstein-Schule in Obersuhl, die Gesamtschule Niederaula, die Konrad-Duden-Schule in Bad Hersfeld und die Auszubildenden der Sparkasse gewonnen. Neben den beeindruckenden 7 Pavillons, in denen sich die Automarken VW, Audi, Lamborghini, Skoda, Seat, Bugatti und VW-Nutzfahrzeuge befinden, konnten die Teilnehmer sehen, wie die Automodelle erst einmal in Holz geschnitzt werden. Den Globus drinnen finde ich ganz toll und ja, also ich finde es sehr spannend hier. In der Green Line fanden die Gewinner heraus, dass technisches Denken heutzutage mit Umweltbewusstsein zu tun haben muss und stellten sich selbst einigen Umweltfragen. Dann ging es zu den Autos, bei denen Reinsetzen und Ausprobieren eindeutig erwünscht war. Aber nicht alles war zum Selbstausprobieren. Beim Pavillon mit dem gelben Lamborghini ging es um Hinsehen und vor allem Hinhören. Auch die 2 gigantischen Autotürme, in denen 400 Autos stehen, waren ein Erlebnis, das die 31 Teilnehmer genau wie diesen Tag wohl kaum vergessen werden.